Haben Sie schon die runden Aufkleber an den Schaufenstern gesehen? Gedanken steht drauf. Zu einem Gedankengang durch Witten lädt das Künstlerkollektiv heimlich laut ein. 10 Tage lang werden Kunstwerke in Schaufenstern ausgestellt und man kann die Künstler sogar bei ihrer Arbeit durch ein Schaufenster beobachten. Den Sinn dieser Aktion erklärt uns Affe vom Künstlerkollektiv. Wir haben das quasi auch mit losgetreten, das ganze Projekt. Wir haben vor einem halben Jahr das Kollektiv heimlich laut gegründet. Und das ist jetzt quasi unsere erste Aktion, wo wir mit in die Öffentlichkeit gehen, weil wir dieses Jahr nochmal was machen wollten. Und gerade in dieser Zeit, wo es kurz vor dem Lockdown steht, wieder dafür zu sorgen, dass die Kunst in die Öffentlichkeit geriet und gesehen wird in diesen Zeiten. Das war die Motivation. Live-Performances wird es auch in anderen Schaufenstern geben. Auf eine Karte können Passanten die anderen Läden entdecken und dem Gedankengang folgen. Es wird im Raum was stattfinden, da wird eine Videoinstallation sein. Im Lokal wird etwas stattfinden, eine kleine Performance. Will ich jetzt auch noch nicht so viel verraten. Genau, da werden die Kulturgesichter ausgestellt. Wir haben überall Plakate aufgehangen und da sind die ganzen Locations zu sehen, wo was passieren wird. Genau, es gibt keine genauen Uhrzeiten und Daten, deswegen einfach Augen offen halten, je nachdem, wenn ihr einfach in der Stadt unterwegs seid, weil darum geht's, einfach Passanten zu haben, die stehen bleiben und die damit konfrontiert sind, das, was passiert, weil jetzt gerade wollen wir nicht, dass Trauben entstehen in der Situation, also Menschentrauben. genau, deswegen einfach achtsam sein, Augen offen und schauen, wo was aufploppt. Affe ist Zuschauer während seiner Arbeit gewöhnt. Gut, im Schaufenster zu stehen ist natürlich eine besondere Situation. Allerdings komme ich persönlich aus der Street-Art-Szene und mal Murals, nennt man das, also große Fassadengestaltung in der Innenstadt. Und da passiert es natürlich, dass man einfach Kunst im öffentlichen Raum macht. Und darum geht es ja auch, dass man da gesehen wird und den Prozess einfach sichtbar macht. Ich folge der Karte zu den weiteren Orten und finde hier zum Beispiel am Berliner Platz in einem Laden schon ganz viel Kunst. Der nächste Ort wäre die Stadtgalerie, da müsste ich aber fragen, wenn ich da drin filmen wollte, also gehe ich weiter ins Wiesenviertel und schaue mir an, ob da schon irgendwas stattfindet. Im Wiesenviertel treffe ich Katakern und Dana Schmidt, sie wollen ganz schnell ins Extrablatt und noch ein paar Bilder hängen, dort wo es schon mal 2 Meter Kunst gegeben hat, eine andere Kunstaktion. Entlang der Bahnhofstraße im Schaufenster vom Extrablatt werden Fotos von Dana Schmidt ausgehangen. Findet die Kunst in Zeiten wie diesen generell zu wenig Beachtung? Ich glaube, dass die schon präsent ist dadurch, dass sie nicht da ist und dass sie ein Thema ist, gerade bei den Kulturschaffenden. Deswegen finde ich das schwierig zu sagen, aber ich glaube, es ist halt eben einfach gefragt, dass die Kulturschaffenden wie immer kreativ bleiben und werden und in sich quasi Lücken raussuchen, wo wir noch gesehen werden können. So. Und was passiert jetzt hier noch im Unikat? Ich mache jetzt hier mit Schoko zusammen ein live-dialogisches Malen. Das heißt, wir gehen zusammen in den Malprozess, reagieren aufeinander, gucken, was passiert, das alles improvisiert. Und dann kommen aber noch andere Parteien dazu, die jetzt in den nächsten Tagen dabei sind. Und teilweise sind ja schon Bilder ausgestellt. Das gehört genauso gut zur Aktion, dass auch fertige Bilder schon, die in der Lockdown-Zeit entstanden sind, halt auch hier hängen können, aber gleichzeitig auch die Entstehungsprozesse zu sehen sind. Das Projekt findet im Rahmen der Heimat-Ruhr-Förderung statt, die der Wiesenviertel-Verein für das Projekt Knotenpunkt Lokal und Roxy im Wiesenviertel erhalten hat. Im Rahmen der Förderung werden Veranstaltungsreihen, Ausstattung für kulturelle Veranstaltungen sowie das Lokal 2 Jahre lang gefördert.